Was haben wir denn hier? Da muss was rein. Ich wüsste aber jetzt nicht direkt was. Es sieht nicht so aus wie das Sternsymbol. Was haben wir denn hier? Alles klar. Warte mal, hier haben wir noch einen Stern gebraucht. Da. Drehe an den Sternen, bis beide Hälften aller Kreise dieselbe Farbe haben. Also so. So. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal das so. Das so. Nein. Machen wir mal so. Machen wir mal hier blau wieder hin. Perfekt. So, nächste Rätsel. Wir gucken mal, haben wir denn da ein schönes. Ah, das, da ist doch was drunter. Smash. Ein Bild. Ein puzzleartiges Bild. Welche Steine können wir nicht versetzen? Den obersten können wir versetzen. Da machen wir am besten irgendwas mit dies drauf. Das da sieht ganz gut aus. Der kommt wahrscheinlich irgendwie hier unten hin oder so. Achso, das kann ich auch versetzen. Dann nehmen wir mal das da nach da. Das passt sogar. Dann machen wir das nach da. Oh, das passt auch. Oh, 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 oh. Machen wir das nach da, machen wir das nach da, machen wir das nach da oben. Den in die Mitte. Den nach da. Bäm. Ein Skorpion. Wir haben auch eine Schlange und ein Skorpion. Hier wunderschönes. Boah, was das wohl sein mag. Auf jeden Fall fehlen zwei Würfel. Zwei Würfel, wir haben aber keine zwei Würfel. Wir müssen erstmal gucken, dass wir irgendwie die Würfel finden. Was haben wir denn da? Wassermarsch und ein weiteres Sternteilchen. Wunderschön. Wir können wieder was suchen. Wir können wieder was suchen. Wir brauchen das. Wir brauchen hier einen Kompass. Ah ne, das war ein Mondsteinmedaillon und Monokel. Super. Toll, habe ich ja sehr gut geraten. Wir brauchen auch noch einen Kompass. Ein Kompass, aber Kompass. Kompass, Kompass, Kompass. Ugh. Nein, das ist kein Kompass. Brauchen wir einen Schlüssel? Nein. Gut. Wir brauchen eine Eule. Ich brauche ein bisschen Busgeld. Da, mein Kleingeld. Wir brauchen eine Ratte. Eine Katze. Katze, 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 Katze. Da. Unheimliche. Ah, das ist ein Schrei. Okay, das ist doch keine Katze. Ich wollte gerade sagen, das ist eine unheimliche Katze, wenn. Da ist eine Katze. Eine Mieze. Eine Spinne. Nicht wundern, dass ich jetzt so ein bisschen versuche oder langsam anfange, schneller zu reden. Ich versuche mich damit gerade so ein bisschen wach zu halten. Kommt das hier drauf? Ah, da. Die Königin. Genau. Genau, das kommt mal nach da. Und da fehlt noch ein Viech. Da. Libellensammlung. Wir brauchen noch eine Trillerpfeife. Was war das? Das war eine Spinne. Okay. Wir brauchen eine... Okay, die Königin ist auch fertig. Das sind zwei Würfel. Gut, die brauchen wir nicht. Das war eine Trillerpfeife. Jetzt fehlt nur noch der Kompass. Der Kompass. Ja. Und die bringen mich so ein bisschen durcheinander, die ganzen Leuchtwürmchen da unten. So nach dem Motto, ich könnte da ja mal hinklicken, um da mal was zu testen, aber es ist nicht so. Ah, wo ist denn hier der verdammte Kompass? Ne, das war nicht. Das ist auch nichts.
Auch nichts, auch nichts. Hä? Auch nicht. Okay, es ist einfach nicht da. Ich würde ja auf die Karte tippen, aber die Karte kann es nicht sein. Ich habe auch schon gerade drauf geklickt, also dementsprechend ist es das auch nicht. Ich könnte wetten, das ist wieder irgend so eine Zeichnung oder irgendwie sowas. So wie hier unten oder so. Oder irgendwelche Muster oder sowas. Das ist auch nicht. Nein. Das auch nicht. Oh, ist das schwierig. Ist das schwierig. Ich bin wahrscheinlich die ganze Zeit schon dran vorbeigehuscht. Und weiß es nur nicht, weil ich es nicht bemerkt habe. Ja. Oh, super. Ich merke, ich bin. Langsam im Nachdenken am Ende für heute. Aber ich finde den Kompass nicht. Gott, das ist doch kein Kompass. Das ist doch kein Kompass. Der Schrei. Naja, egal. Den Schrei haben wir frei. Ah, der kommt ja auch hier rein. Wow, Käfig. Ein Teil von der Sonne. Machen wir weg da. Insekten, Schlangen, Totenköpfe. Was kommt noch? Was das liebe Herz begehrt. Für uns fehlt ein Schlüssel. Wir haben einen Skelettarm bekommen. Alles klar, warte mal. Skelettarm, Skelettarm, Skelettarm. Eine Peitsche? Eine Peitsche. Was haben wir denn hier? Ein weiteres Teilchen. Sehr schön. Gelb. Gold. Das ist sehr interessant gemacht, die Technik. Ist einfach interessant. Kann man nicht anders sagen. Gut, da können wir hier nichts erstmal machen. Nixe, nixe, nixe. Was haben wir denn hier noch so Schönes? Das geht nicht. Können wir das auspeitschen? Ne, geht auch nicht. Okay. Haha. Wir machen jetzt einen erstmal auf. Ne? Genau. Auf den Schatzsucher. Den Archäologen, den jeder kennt. Bis auf mich, weil ich den Namen gerade nicht im Kopf habe. So, wir haben ein paar Zahnräder. Alter, da muss ein großes rein. Das ist auch zu klein. Da kommt ein kleines rein. Da können wir das auch nicht dran machen, weil das zu klein ist. Merkt ihr das doch mal, Junge. So, als erstes muss hier ein großes dran. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da ein passendes finden. Dann nehmen wir am besten ein kleines. Machen wir so, ne? Dann machen wir die nächste Suche. Ich liebe diese Suche-Dinger einfach. Ein. Ein. Messer. Ah. Hand. Eine Pfeile. Eine. Ich wollte eigentlich auf die Pfeile hier klicken. Egal, jetzt habe ich einen Bootshaken bekommen. Eine Box. In der Box befindet sich. Ein Kettenverschluss und ein Bohrer für die Bohrerkiste. Da fehlt noch ein Bohrer.
Den nehmen wir auch gleich mit, den Kröte. Eine Zange, die brauchen wir auch. Und wir haben natürlich ein Korkkinn. Stecke ich mir gleich in den Arsch, wenn das so weitergeht hier. Können wir den denn reinstecken? Es ist auf jeden Fall. Ach, da ist ja ein Loch gewesen. Ein Eimer Wasser. Schön. Wir haben hier noch blaue Flüssigkeit, die können wir. Lila Farbtube, alles klar. Machen wir eben lila Farbtube hier, da, so. Nehmen wir mit. Dann brauchen wir noch einen Hammer. Haben wir noch irgendwo einen Hammer rumfliegen? Muss man ja mittlerweile einmal auf alles achten. Es kann sich überall irgendwas verstecken. Uns fehlt noch eine Muschel. Ich hätte das eigentlich als Schnecke getippt, aber ich dachte mir, komm, mach's einfach mal. Das war ein Angelzeug. Angelzeug. Alles klar. Jetzt fehlt uns trotzdem so ein gammeliger Hammer, ja? Ah ne, da liegt er ja. Völlig übersehen. Uns fehlt jetzt noch ein Schal. Ein Schal. Und der Bohrersatz, da fehlt aber jetzt, glaube ich, noch ein Bohrer. Den müssen wir noch suchen oder beziehungsweise finden und reinsetzen, reinlegen. Da. Da ist einer. Perfekt. Das war's schon. Wir haben einen Bootshaken bekommen, mit dem wir das Boot wahrscheinlich ranziehen können. Oder das brauchen wir gleich für den anderen. Das kann auch sein. Den nehmen wir uns mal eben auf. Was haben wir denn da? Das scheint nicht zu funktionieren. Können wir das mit dem Bootshaken machen? Alles klar. Eine Stimmgabel, ein Schlüssel. In dem Loch schimmert etwas, aber ich werde mit der Hand nicht auf gut Glück hineinstecken. Das auch nicht. Vielleicht mit der Stimmgabel gucken, ob da was rauskommt. Nee, okay. Gut, das machen wir dann also erstmal später. Dann gehen wir erstmal zurück. Wir haben jetzt einen Totenkopfschlüssel. Sehr schön. Das nehmen wir mit, das brauchen wir. Damit sind wir schon fertig. Auf zum Pirk. Wir gehen wieder zum nächsten Kopf. Wir nehmen uns jetzt mal den Purple-Kopf vor. Die mal offen. Dankeschön. Und dann fehlt uns noch einer. Den haben wir auch bald. Hast du Hunger? Ah, ein Hebel. Ein fucking Hebel. Willst du mich verarschen? Ein riesiger Nussknacker. Den bräuchte ich auch so für die ein oder anderen Nüsse. Oh Gott. Man merkt erst später, wie zweideutig manches What are you klingt. doing here? Run. Run before he finds you. What? What am I doing here? It is so hard to remember. I was trying to unchain the boat to get to the cave to face the evil one. Mein Gott, beeil dich mal bitte. Deceived me and took the sun. My medallion and smashed it to pieces, as well as all my Alter. Memories. Seems he knew how to defeat the spirit. If only I could return his memories to him. Seine Erinnerungen müssen wir wieder bringen. Verlorene Erinnerung, setze das Sonnenmedaillon des Novizen zusammen und hilf ihm, seine Erinnerungen wiederzubekommen. Vielleicht findet er dann auch bei. Nein, 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 halt den Mund, nein, aus. Puh.
Vielleicht findet er ja auch was anderes noch wieder. So, uns fehlt jetzt noch eine Sache. Wir brauchen aber vorher... Warte mal. Ein Kristall. Ein Leuchtkristall. Gut, das wird das haben. Da können wir nicht mehr dran klicken, da können wir nicht mehr dran klicken. Zum Pier und zum Felsvorsprung. Wir gehen nochmal rein. Wir schauen nochmal, hier fehlen ja immer noch zwei Würfel. Das funktioniert schon mal nicht. Okay, wir gehen zurück. Da können wir nicht mehr hin, da können wir nicht mehr hin, da können wir auch, nein, da geht auch nichts mehr. Okay. Dann gehen wir erstmal hier hin. Vielleicht können wir immer hier. Das geht also auch nicht. Gut, weiß ich Bescheid. Dann gehen wir hier wieder zurück. Zurück. Und gehen mal zum Felsvorsprung. Warte mal. Ein Leuchtkristall. Ha! Ein Würfel. Und der letzte. Sonnengerät. Zack. Haben wir alle da. Dann würde ich sagen. Erzähl uns was. I can remember now. I was an acolyte. I was young and proud. I thought I can banish the evil one myself. The only way to deal with the spirit is to enter his cave and find all the syllables of his true name. The one who calls the spirit with his true name may speak a wish the spirit must fulfill. That's what I planned to do, but I failed. I can go now. I'm finally free. Bitte schön, du hast uns einmal ja, eine Karte gegeben. Einen Würfel. Eine Reihenfolge. Ein Spielbrett. Das ist doch cool. Da schwebt jetzt noch so eine wunderschöne Liste. Ein von zwei und eingeschlossener Würfel und dann. Ich brauche wohl beide. Ja, da ist doch der zweite auch. Warte mal. Eingeschlossener Würfel. Zum Pier. Dahin. Mund auf. Dankeschön. So, und damit haben wir jetzt schon beide. Und jetzt können wir auch mal eben das Rätsel hier lösen. So, wir müssen hier starten. 1, 2... Oh, warte mal. Das wird auch nicht funktionieren. Warte. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2. 1, 2. Ah, 1, 2. 1, 2, 3. Hä? Ah, nee. Doch, nein. Zack, so. Hier haben wir jetzt diese 2. Jetzt brauchen wir 3. 1, 2, 3. 2, 1, 2. Nummer 2. 1, 2. Ein Purple. Hä? 1, 1, 2, ein Purple, 2 Gelb, ein Grün. Huh. Ah, jetzt können wir das auch machen. Yay, wir können wieder was suchen. Wir können wieder was suchen. So, wir brauchen Feder und Brief.
brauchen einen Spazierstock. Wir brauchen einen Becher. Ja, den Becher. Wir brauchen einen Turm. Ein Turm? Ja, ein Porträt, das nehmen wir schon mal mit. Wir haben einen Schlüssel, wir haben einen Schlüssel, wir haben einen Schlüssel. Ich weiß nicht, was er aufschließt. Dann lassen wir erstmal liegen. Wir brauchen Pfeife. Eine Pfeife, okay. Wir brauchen eine Pfeife. Wir brauchen auch eine Rose. Das Porträt, was ich ja gesagt hatte. Wir brauchen Wald. Wir brauchen ein Turm. Turm finde ich gerade nicht. Wir brauchen einen Brieföffner. Ah, wir brauchen ein bisschen Gold. Wir brauchen einen versiegelten Brief. Kein Wappen auf dem Siegelwachs. Ah, nehmen wir aber mal das hier. Das war der Turm. Okay. Dann nehmen wir einfach mal... Wir hätten kein Wappen, ne? Ich sollte etwas anderes probieren. Das ist richtig. Wie wär's denn mit dem? Wieso liegen hier so viele Schlüssel rum? Schlüsselbund. Ach, Schlüsselbund. Ha. Ja, da haben wir einen. Tada. So, jetzt ist das ein Stempel? Ne, das ist kein... Ah, da ist ein Stempel. Patsch. Und der versiegelte Brief. Feder und Brief können wir behalten. Den Rest müssen wir leider hier lassen. Gut, dann schnell zum Pirk. Und schnell mal ihm die Münze reinwerfen. Und auf geht's. What is that thing? Geh kaputt. Was ist das denn hier für ein schönes Rätsel? Ein Drehrätsel, sehr schön. Dann würde ich sagen, drehen wir doch mal, was das Zeug hält. Oh, das war sogar... Es hätte sogar klappen können. Dann machen wir das mal so. Nein. Ich drehe erstmal den Rest eben. So. Das wohl so? Nee, so. Nee. Machen wir das erstmal so. Und so sieht das Ganze schon ganz gut aus. Jetzt brauchen wir mal gucken, wo wir das Wasser hinpacken. Das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie Wasser, finde ich. Ah, so, okay. Einen halben Kopf und ein Blatt Papier mit Hieroglyphen. Ah so, eine Silben. Okay, Silben brauchen wir auch noch. Das ist schön. Hier sollte ich den wahren Namen des Geistes entschlüsseln, aber ich brauche eine Feder. Papier. Und ich brauche drei davon. Gut, dann können wir wieder den Rückwärtsgang einlegen. Wir machen mal das mal eben noch. Ah, da fehlt eine Kachel. Okay, wenn wir mal hier. Das geht. Machen wir erstmal so, so, so. Alles klar. Gut, haben wir hier eine schädelförmige Aussparung. Dann machen wir das mal. Was haben wir denn hier?
Achso, ich wollte ihn eigentlich weglegen, statt ausschneiden. Dann machen wir das mal so, machen wir das mal so, machen wir das mal so. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, können wir irgendeinen nicht bewegen am Rande? Nee. Also müssen... Ah, das bildet schon hier ein Bild. Dann kommt das nach da. Jetzt brauchen wir... Eine Hand da, die kommt nach da. Ja. Das sieht auch schon richtig aus. Nee. Das sieht irgendwie noch nicht ganz so korrekt aus. Okay. Wenn ich das mal ganz da oben packe. Das mal da drunter und das mal nach da setzen würde. Dann könnte ich eventuell, wenn jemand das nach da. Nee. Aber das sieht so schon mal gar nicht so schlecht aus. Behaupte ich jetzt einfach mal. Sicher bin ich mir da selber noch nicht. Nicht wirklich. Irgendwie wirkt das ziemlich komisch. Das sieht irgendwie so komisch aus, ich weiß auch nicht. Wenn wir das mal nach da. Das sieht schon mal besser aus. Machen wir das nach da, das mal nach da. Und jetzt müssten wir... Diese Berge vom Menschen noch richtig machen. Perfekt. So, ich schaue gerade mal auf die Uhr. Das machen wir eben da rein. Ich muss den wahren Namen. Ach so, okay. Dann machen wir das beim nächsten Mal. Also, wir sind jetzt theoretisch hier auch schon durch. So gut wie. Das Ganze kommt da. Weißt du was? Ich mache das jetzt fertig hier. Komm. Eben schnell fertig machen. So. Hieroglyphen. Schablone. Schablone. Erstmal alle. Achso. Okay. Bilde Paare. Ach, Paare müssen wir bilden. Ach so, alles klar. Dann schauen wir doch mal, ob wir Paare finden können. Da haben wir ein paar. Das können... Das ist ein paar. Das ist ein paar. Und das nächste. Wieder Paare finden, okay. Dann nehme ich das doch einfach mal mit dem. Und, das mit dem. Und das mit dem. Sehr schön. Und die letzte Liste. Wieder ein paar Paare finden. Das und das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Dann nehmen wir uns am besten mal das mit dem. Und ja doch, die können wir auch nehmen. So.
füge die Papierstücke zu einem sinnvollen Muster zusammen. Ah, okay. Ah, ja, gut. Ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass das jetzt oben die Kanten sind. Und dass wir uns jetzt an den Kanten erstmal orientieren. Hier haben wir Augen. Ich guck mal, das sieht scheiße aus. Dann kommen die also mal nach da. Das kann man sogar oben lassen. Sprich, wir brauchen hier noch was mit Hörnern. Das kann nach da. Das hat einen Kiefer. Das Ding hat auch einen Kiefer. Dann müssen wir jetzt gucken. I hope it'll work. So. Bis zum bitteren Ende. Sulcana. Achso, na gut. Ich dachte, da müsste ich jetzt noch irgendwas ändern. So, dann fügen wir mal das hier zusammen und... I'm disappointed. You are not the one I've been expecting. I told you that I would not let you hurt my sister. And how do you plan to stop me? So, Entschuldigung, musst du was trinken? Wir stoppen das natürlich mit dem Namen des... With the power of your true name, Sulcanar. Why are you treating me like this? Wasn't it your mother who spoke the curse? I was only a tool. Which do you blame? The knife or its welder? The knife has no free will. All right. You won. Maybe... Perhaps you're right. Maybe it was a mistake. It will be difficult, but I can try to fix it. I can try to make your parents young again. It might work. Just tell me to do so, and I will try. No. They're happy as they are. I will not waste my only wish. There is only one thing we want from you. Which is? Leave this world and never return. That's how it ends. Wow, das sah gerade so creepy aus. What happened? Nothing, Lily. Everything will be all right now. Alter, wie alle gucken. Habt ihr das gerade gesehen? Ja, okay, das waren wieder zwei wundervolle Folgen. Und beide jetzt schon im neuen Jahr. Das ist wow. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende angekommen. Gehe ich mal von aus, hoffentlich. War wieder eine schöne Runde mit den beiden Folgen. Die klatsche ich einfach mit hinterher, einfach mit in den, mit in die Playlist rein. Weil die gehören ja mit zum Spiel und nochmal extra was machen, das ist jetzt auch blöd für zwei Folgen. Dementsprechend war wieder schön zu spielen. Ich hoffe, es hat euch ja sehr gefallen, dass ich auch nicht allzu langsam war oder zu schnell oder sonst was. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt mal kurz und schmerzlos, denn es hat mir wie immer gerne gefallen. Ich weiß noch nicht, was als nächstes kommt, das werdet ihr auf jeden Fall dann sehen, am nächsten Wochenende, was dann kommt. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder. Bei Interesse schaut vielleicht mal bei einem anderen Video vorbei. Vielleicht fällt euch ja noch das ein oder andere Video. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Macht es gut, Leute, und ciao.